Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Einfach Wissen. Heute Cindy aus Marzahn kehrt zurück ins Fernsehen. Ja, die Meldung ist in den letzten Tagen öfters aufgeploppt. Und zwar besteht uns ja so eine kleine rosa Rückkehr bevor. Die Komikerin Ilka Bessin, die Rolle als Cindy aus Marzahn immer wieder ausfüllt, wird auf RTL eine eigene Show bekommen. Diese Show soll Mitte Mai zunächst mit 4 Folgen abgedreht und ausgestrahlt werden und danach wird man gucken, wie kommt das Ganze an und wird das Ganze weitergeführt. Ja, was habt ihr für Erinnerungen an Ilka Bessin bzw. an ihre Kunstfigur Cindy aus Marzahn? Sie hat es ja dann irgendwann zum Ende hin ihrer Karriere als Cindy aus Marzahn auch mal ins zweite deutsche Fernsehen geschafft, zu Wetten, dass. Das war dann schon fast gegen Ende. Jetzt ist es insgesamt schon seit Mitte 2016, seitdem sie nicht mehr als Cindy aus Marzahn aufgetreten ist. Damals hatte sie auch in einem groß angelegten Spiegel-Interview erklärt, dass sie nur noch als sie selbst auftreten möchte, weil sie diese Figur nicht totspielen möchte. Und ich finde, da hat sie wirklich auch einen sehr guten Zeitpunkt erwischt, weil ich denke, hätte sie das damals noch weitergemacht, ich glaube, dann wäre es vielleicht wirklich irgendwann den Leuten extremst auf den Wecker gefallen. Aber ich glaube, da hat sie einen guten Zeitpunkt gefunden und deswegen vielleicht umso erfreulicher für den einen oder anderen, der wirklich ja, ein großer Fan vielleicht von ihr war, dass sie jetzt wieder zurückkehrt. Ich muss sagen, für mich persönlich, sie ist bei mir immer so ein bisschen, ja jetzt nicht unter dem Radar, aber ich habe sie weder gemocht noch gehasst, also sie war irgendwo dazwischen. Ich hätte mir jetzt sicherlich vielleicht nicht freiwillig eine Show von ihr angeguckt, aber nicht, weil ich es jetzt komplett kacke fand, aber es war jetzt nicht ganz so mein Fall. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie diese Sendung dann bei RTL anlaufen wird und wie die Zahlen werden. Schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Interessiert euch das oder sagt ihr, pff, ist mir scheißegal. Ich muss sagen, sie persönlich, also Ilka Bessin, die Person hinter Cindy aus Marzahn, finde ich sehr sympathisch. War öfters ja auch bei Stern TV, hat Interviews gegeben zu unterschiedlichen Themen. Sie kann da auch wirklich sehr gut Stellung zu beziehen, auch zu politischen Themen. Und ich finde die Person hinter Cindy aus Marzahn sehr sympathisch und höre sehr gerne zu. Das vielleicht noch dazu. Also deswegen schreibt mal eure Kommentare dazu unten rein und gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.